Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Zimbo-Bruder. Zimbo-Bruder. Freunde, gestern war ein Dual-Stream mit dem guten Mann. Ehrenbruder Tom Kraus war noch spontan am Start. Ist ein sehr geiler Dual-Stream gewesen. Timao ist immer noch Kopfbauen. Timao? Ja, bist du nicht fertig. Leute, lasst Like da, wenn es euch gefällt. Gönnt euch das. Best of Tots ist rausgekommen. Award-Winner. Wir haben einige geile Karten gezogen. Tom Kraus war die Packlack-Fee. Muss man sagen. Er war krank. Lasst ein Like da, checkt das Video bei dem Zimbo ab. Und dann würde ich sagen, let's go. Vamos. Deswegen haben wir doch die Picks gekriegt, weil die doch nicht drin waren. Ja, wer war denn nicht drin? Ben Yedda und. Obwohl es ein Tost gibt. Aber es ist. La Cassette war, glaube ich, da drin. Ben Yedda. Portugies. Ja, Diego Costa. Portugies. Sisoko eigentlich auch scheiße. Sprech es an, das ist respektlos. Alles scheiße, ja. Himmen, yeah! Dreht's dir nicht gut. Himmen, yeah! Was soll ich machen, Chat? Ich muss meinen Counter hochmachen. Wir nehmen mit. So, ich geh da mal rein, ne? Ja, zeig mal was. Was machst du, R3 oder? Ich mach was richtig Schönes. Ah, machst du hier dein Stat? Komm mal her. Unfassbar, wie schön das jetzt hier wird. Wo ist die Scheiße? Was hast du denn da alles? Der Mann ist nächstes Jahr auch noch da bei euch. Ja, das ist sogar echt gut. Ich sag, der wird wichtig für die zweite Liga. Drei Icons zur Auswahl. So, zeig mal her. Was war die Wette, war, ob du eine Toti-Icon drin hattest? Ja, was waren die Quoten-Mods? Emote-Only bitte. Emote-Only bitte, Digga. Holy shit. 93. Digga, was ist das denn? Emote-Only bitte. EV 5. Digga, was ist das denn? Ruhe 96. Gretchen, okay, es ist schon mal kein Verteidiger. Langer Pass 97. Ah, fuck. Das ist ein Mittel, ja. Ja, das wird so ein Pirlo sein, sage ich. Ja. Das wird so ein Pirlo sein, glaube ich. Also bei, wenn langer Pass hoch, ist es ein Pirlo. Kurzer Pass auch hoch. Fuck, aber krank eigentlich. Es ist auch Trophy Titan drin. Dann kann es auch so ein Xavi oder sowas sein, oder? Sprinttempo 81. Eigentlich ganz stabil, 83. Digga. Ich sag es Trophy Titans. Das Roti-Icon. Ja, dann ist es Pirlo. Ah, ist Pirlo, oder? Muss Pirlo sein. Ja, aber das war eigentlich okay. Das war eigentlich okay, sag ich ehrlich. Es ist gut, ja. Toti-Icon Pirlo. Aber gut, wir haben noch zwei weitere Schüsse. Aber also in unserem Ding war auch Toti-Icon drin und dann zwei Prime. Absoluter Schmutz. Absoluter Schmutz. Langer Pass 82, Gretchen 96. Aber gute Verteidigung, Stats. Sag ich dir ehrlich. Sprinttempo 74. Digga. Wahrscheinlich, Pro Skill. Bobby Moore Prime, oder? Buddy! Diese Player-Picks sind alle gleich. Die sind alle gleich. Am Anfang ein guter. Sagst du, der erste ist zum Locken und jetzt kommt noch mal jetzt kommt Moch. Ja. Jetzt Moch. Digga, was ist das denn? Den guck ich mir gar nicht an. Was bist du für ein Sohn? Ist Moch, ja. Digga! Es ist alles gleich. Und ich hab schon. Oh. Aber habe ich einen Untrade? Oh, ne, stabil. Ja, okay, immerhin. Okay. Aber Pirlo geht echt fit. Ja, kann man machen. Gibt Schlimmeres. Kostet 300k. Aber die sind alle gleich, die Dinger. Brauchst du so viel Muck hier? Ich krieg einen Manuel Neuer. Perfekt. Ich hab noch 11 Serie A-Pack. Ich geh rein. Für 50. Oha! Yes! Nee. Mann, das kannst du da draußen nicht ziehen. Nee, geht ehrlich nicht. Das ist immer das ein und selbe. Lass uns zusammen gehen. Wenn wir gehen, gehen wir zusammen. Wir gehen zusammen. Bruder, lass bitte den Saudi morgen anrufen. Der kommt. Content Creator Al-Ittihad, ich hätte so Bock, Digga. Ach du Scheiße, hätte ich Bock. Brauchen wir doch safe noch jemand, oder? Kein Jason. Nee, macht, ob es ein 95 plus wird. Brauchen wir safe noch schon wieder, Ort, oder? Bin schon wieder drin. Ja, eng. Vom Rating? Okay. Kannst nicht tun. Smalling ist stark. Ja, ist okay. Kostet zwar auch 80k, aber ist okay. Was kostet aber noch was? Oh, Digga! Alter, was ist das für ein Pack? Und noch Tomori. Digga! Was ist das? Holy shit! Es ist halt echt bitter, weil ich alles schon hab. Und dein Checo. Aber es ist geisteskrank, Digga. Ey, das ist krank. Junge, was ist das für ein Pack? Die Maria spielt sich geil. Tomori, was kostet Tomori noch? 200k? 200? Das ist auch saustark. Tschüss. Was war das für ein Pack? 11x81 Serie A. Ja, super, ich hab gar nichts. Digga, 500, das kostet 500k oder? Ich hab doch gerade dasselbe Pack aufgemacht, das war bei mir kompletter Scam. Tschüss. Scheiße, das mach ich doch wieder Auge. Hä, aber ich hab jetzt. Digga, ich hab ja Smalling gar nicht untrade, wie cool. Ich hab gehört, dass Simon seine Hände im Spiel hatte beim Kader-Transfer. Der ist krank, ich hab's ja auf der Hinfahrt gehört, ne? Also ich muss sagen, ich will nicht. Also ich will. Oh, warte ganz kurz. Zimbo, achtet, die sind ja bei dir hier. Rafael Leão. Oh, ich hab vergessen, dass das trotz gibt. Ich hab die Winter vergessen. Da gibt's aber auch nur einen Guter bei der Wix. Okay, hört mich an. Am 9. Juni 2023. Liebe Werder Bremen-Fans, ich möchte euch nichts malig reden. Ich kann verstehen, dass ihr gehypt seid. Aber ich möchte eine Sache sagen. Seid vorsichtig. Der Mann war die letzten Jahre wirklich geisteskrank, verletzungsanfällig. Und vielleicht ist das ein Scheiß-Call. Mods klippt das, aber 9.6.23, jetzt gerade, wer wird der größte Fehleinkauf der Saison, würde ich gerade Naby Keita tippen. Boah, glaubst du? Aber an sich, also ich muss sagen, ich für Bremen, also es kam sehr, sehr unerwartet. Ja, voll der geile Transfer, Digga. Ja, das kam, also. Und Brasil? Ah, Bremer! Ja.
Das ist halt schon krank, also ja, vor allen Dingen hätte der doch bestimmt, also er hatte bestimmt auch noch gute andere Angebote. So von Liverpool dann einfach so nach, also nach Bremen ist halt schon krank. Ich mach ein bisschen Hype schon mal, Freunde. In einer Minute ist das Best of the Best was da. Ich bin echt gespannt, Alter. Es gibt keine Hattricks im Finale der Champions League. Dann. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, das wäre so typisch. Müssen wir mal sehen, was so, was die Quote ist, aber das. Also eine Sache sage ich euch ganz ehrlich, und das machen wir kurz vor 19 Uhr. Messi wird sowieso den Ballon d'Or gewinnen, weil wir wissen, wie der Ballon d'Or funktioniert. Aber wenn Haaland morgen mindestens 2 Tore macht und die Champions League gewinnt, voila billa, scheiß auf WM, Haaland muss Ballon d'Or gewinnen. So, 19 Uhr. Gucken rein, wo guckst du? Guck ich SBCs? Du guckst Shop? Ich guck Shop. Ich guck SBCs live. Was haben wir hier? Roberto Firmino. Oh. Kam hier schon. Ja, okay, kann man dann 70k abrufen, Lightning Round. Ja, okay, die ist immer da. Aber haben die das gleiche, die haben das gleiche Rating, ne? Nur halt irgendwie andere Farbe. Aber wie, hä, aber warum? Andere Farbe. Aber warum? Aber Digga, wie groß ist denn das Team? Das ist krank, ne? Was ist denn da alles drin? Digga, wie groß ist denn das Team? Wie findet okay, wir gucken denn? Mal rein. Zeig mal her. Oh, also so. Mbappé, Haaland, Bellingham, Osimhen, Lewandowski, Quaradonna, Nkunku, Ter Stegen mit den, aber die haben die gleichen Stats, ne? Und die sind auch nochmal so zu ziehen? Wir können ja mal gucken. Aber warum kannst du sie dann in beiden Sachen ziehen? Chat, by the way, ne? Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Das kann man aber auch nicht ziehen. Hey! Ah, die sind ja auch noch drin. Ciao, Mario. Die sind ja auch noch drin. Flagge von Shia LaBeouf. Den kennst du ja, diesen Schauspieler. Aha. Oh, oh. Achte, achte. Portugal. Und dann haben die Leute aus dem Internet. Digga, was läuft denn bei dir da drüben schon bitte? Oh, ich aber auch. Ich aber auch. Ich bin auch drin. Ja. Perfekt. Ja. Thiago Costa und Taremi. Das ist schwer. Hätten sie mal besser mal sein Auto wieder gebracht. Ja! Achte, Broski, du bist. Hey! Ciao, Mario. Die sind ja auch rutschen gegangen hier. Oh, da wurde gerade also gesagt. Ich glaube, das Ding ist durch. Persönlich wünsche ich dir viel Glück, gehört. Ey, der ist aber gut, seit wann geht's denn? Der gibt schon länger, kostet aber nichts, kannst du. Wenn du von oben persönlich wünsche ich dir viel Glück. Hast du geschafft? Verhör durch. Komm her, hast du geschafft. Servus, mein Sohn. Alles klar? Hast du unterschrieben? Hast du unterschrieben? Ja, ja, beim ersten FC Gamer von oben. Was hat er gesagt? Ach so, doch sauer war schon. 31. Spieltag. Wie konntest du? Ich musste, hol dir einen, Bro. Ich hol dir einen. Achso, dem holst du einer? Und wir müssen halt selbst runtertragen. Ja, warte, ich hol komm. Nein, lass ihn doch laufen, das ist Gastgeber. Warte, komm mit, ich möchte noch was mit dir besprechen. Jetzt geht's weiter. Aller Chat, nächste halbe Stunde sehen wir uns dann, ne? Ich warte hier kurz auf den Mann, ne? Es ist geisteskrank, Chat. Nur Liebe für den Breder, arme Junge. Ey, ich warte dann kurz mit der Wette, ne? Sonst zieh ich jetzt hier Broski wieder voraus. Machen wir kurz die hier auf. Also, nächste halbe Stunde sind wir dann wieder allein. Ich weiß aber nicht. Was hab ich dir gesagt? Der ist eiskalt. Ja. Okay. Achte, Broski. Wenn De Bruyne kann das noch funktionieren. Warum geht mein Wecker an? Und was ist mit dem Bier los? Warum liegt hier überhaupt Stroh? Digga, wie krank ist das denn? Digga, aber es geht aber nach. Aber guck mal bei dem Punkt. Ich zieh 4 Much, Digga. Er zieht einer, der ist gut. Und schüttelt mir sein Heiligen über den Fuß. Sag's einfach. De Bruyne! De Bruyne! Tut mir leid, ne? Ja, egal. Du hast die Breine gezogen, Broski. Ja, das ist ein bisschen feucht. Aber Tom, dein Trikot ist trocken geblieben. Oh, wie wild war denn das, Alter? Aber was ich mich jetzt. Breine, was, es ist alles nass. Was ich mich aber frage, ist. Warum geht sein Wecker an und in dem Moment kommt De Bruyne? Ich sag euch ganz ehrlich, der EA Sports Account hat damit was zu tun. Hey, soll ich es jetzt wirklich unromantisch auflösen? Ja. Ich muss im Stream noch eine Produktplatzierung machen und ich habe mir einen Wecker gestellt, damit ja, genau, wo De Bruyne kommt oder was. Hast du aber clever gemacht, ja, auf dem Höhepunkt, oder? Ist stark. Ist sehr unromantisch, aber ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. Mein Management wäre stolz. Das ist ja die geheime Absprache. Ja, das sind sie. Da kamen sie gerade raus. Was wenn du, welche war das, wenn du bei uns so ausgerastet bist? Digga, das war zu viel. Viel zu das viel. War, wer war der das? Der weiß doch bestimmt. Wo du bei uns so abgegangen bist und ausgerastet bist. Es war Fofana. Ja, natürlich. Oder was? Nee, Martinelli war's. Stimmt, Martinelli. Ja, der war wirklich zu viel. Ja, war viel zu viel. Timo. Lebt dein Leben. Geh in die Packs rein und mach mich reich. Ja, das sind Lightning Rounds. Und wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass, obwohl der glorreiche FC Schalke 04 abgestiegen ist, dass wir die Wette trotzdem durchziehen. Die blauen Haare, da drücke ich mich raus, ist für die verbleibenden 5 Stück da oben wahrscheinlich gut. Wie gesagt, das ist das Beste. Ist das Beste, sagt er hat recht. Aber von dir und von mir jeweils 10 im Pott sind wir bei 20, gehen nach Gelsenkirchen in eine wohltätige Einrichtung, hier ist eine Mücke. Und
wir können ja mal gucken, gibt es ja ein paar geile Sachen. Aber ist hiermit offiziell beschlossen, öffentlich. Suchen wir uns was raus und dann kriegt ihr die nächsten Wochen irgendwann einfach. Posten wir einmal kurz den Spendenbeleg, damit die das nachvollziehen können, dass wir es auch gemacht haben. Aber genau, wir ziehen trotzdem durch. Wäre mit dem Klassenerhalt irgendwie noch cooler gewesen. Ne? Ja, glaube ich auch. Und mit blauer Haare hätte ich auch gern gesehen, sag ich ehrlich. Ja, ich auch. Blaue Haare. Cool, stell mal, also stell dir vor. Bestellt oder nicht? Nein. Ja. Bestell doch stell dir vor, sei ehrlich. Ey, ich hocke schon seit 3 Stunden oder cool. Wie cool wäre es gewesen? So am Tag nach dem Klassenerhalt, wir machen das Foto von der Spende, wo wir irgendeine Organisation sind, halten so den Check, links du noch völlig verkatert mit 3 Bier in der Hand und ich rechts mit den blauen Haaren, Digga. Das, so das hätte ich krass gefeiert. Ich hätte es halt dann blau gemacht, sag ich dir. Hättest du auch blau gemacht? Nein, ich deine Haare hätte ich dann blau gemacht. Jungs, hier war gerade geheime Absprache wieder, ne? Oh, After Broski? Portugal? Nee. Petri! Oh mein Gott, Digga! Digga, du ziehst ist da aber. Also, ich weiß halt wirklich, kostet er noch was? Ja, safe kostet er noch was. Da! Was kann er denn noch? Aber weißt du, das ist ja, er zieht 2 Stück und diesen Witter. Ist er denn noch einer? Ja, du kannst ausrasten. 898, ja, Digga! Ausrasten. Oh, ich finde das stabil. Vor allem, wenn ich den Rücken hast, gut. Nein, ich fühl's einfach, wie er ausrastet oder so. Sein Fuß lag nicht mehr wieder zu. Hast du vollkommen recht? Ja, siehst du? 700, ey, aber. Ich und beim Zwei auch noch drin. Was ist ja, Digga? Ich hab sogar 2. Der Mann ist da. Nein, Bülter ist zu TSG. Plättigold. Exclusive News, Plättigold. Bülter, TSG Hoffenheim wants in its hot and advanced to leave Schalke. Was ich jetzt ziehe. Aber muss ehrlich sagen, er hat 11 Tore gemacht. Das würde mich auch wundern, wenn er kein Angebot hätte. Ja. Der Broski? Portugal? Torwart. Könntest du meinen Konto noch auf 3 stellen? Ja, natürlich, hab ich doch schon lange gemacht. Ist er schon auf 3? Broski, ich lasse nee, muss er auf 4 muss er doch. Auf 4? Ja, da war noch einer hinten dran. Natürlich. Ja, nee, du hast was hast du gezogen. Stimmt doch, 3 stimmt doch. Hattest 2 in dem Pack und einen De Bruyne. Okay. Also ich muss sagen, ich Hallo Alex. Ich habe im Hotel eine richtige Prämienlegende getroffen. Fuck, lass mich raten. Claudio Pizarro. Nein. 36 Minuten. Okay. Prämienlegende. Welches Alter ungefähr? Oh, das Ding. Dann hast du 4 jetzt. Also nicht alt. Also wir machen weiter. Nee, die kann doch nur nicht in den Chat schreiben. Weil die kann kostenlos nicht in den gucken. Chat. Ja, die kann gern Sub da lassen. So, also. Alessia war's, ne? Alessia. Junge! Oh! Was geht denn ab, was Digga? Ist das? Ey, Alessia, was geht? Alexia, du Spaß. Es war Alessia. Hat was gut gezogen. Ja. Ja. Ey, was geht denn hier? Was kostet der Mann, Chat? Hey, oha. Boah, aber er wurde nicht angezeigt, oder? Nee, es wurde lieber der Man of the Match angezeigt. Auch nicht verkehrt. Ja, war, ey, Gang zurückfahren wir dann, ne? Gang zurück. Ich hab komplett überpaced. War was Weibliches am Telefon, ist okay. Wie krass hab ich denn überpaced? Aber okay, für die Show, los geht's. Ist in Ordnung. Ey, war der erste von, komm. Ich muss mich bei der Frau entschuldigen, Digga. Ich hab's ja angeschrien für 300k. Ah, ist okay. Ist zu viel. Aber Chat, wie krank ist das denn, dass einfach ein Man of the Match angezeigt wird und dann da hinten dran ist der? Komm, bei dir ist auch einer hinter. Also ich sag, Alter, Igello hätte einen Flo gehabt. Der denkt sich, Musiala bekommen. Der denkt sich so, wer ist Tom Krause? Oh, achte. Oh. Oh. Oh! Der Mann ist da! Oh, du bist da! Du bist wirklich da! Du bist Digga, da! Du bist da! Maschine, Digga! Willst du ein paar Packs bei uns auf? Flip machen, ich will ein YouTube-Video. Ey, was kostet denn noch? Wie gut läuft's denn heute? Ja, also, ey, ganz ehrlich, du ziehst nur teure Karten davon. Ja, da kannst du jetzt ausrasten. Broski, jetzt ausrasten! Jetzt darf ich! Ja, jetzt darf ich! Aus. Komm her. Du bist der Beste. Jetzt darfst du den Verein wechseln. Jetzt darfst du wirklich. Jetzt ist alles gut. Hey Junge, was geht denn ab? Ich höre, es ist wirklich übertrieben gut. 1,3 ist gut. Du hast Sachen gezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, vielleicht fühlt ihr das wirklich. Aber ich kann mich nicht so freuen wie sonst. Das ist so unangenehm mit dir so im Raum, weißt du? Warum? Weil du bist die ganze Zeit so, ah, ist zu viel. So. Ein alter Broski hat jetzt seinen Stuhl geworfen, weißt du? Nein, kennst du das? Ich trau mich nicht so ganz, das ist zu viel. Ein alter Broski. Denn alte Pros gehen jetzt den Controller des Maradona-Dinger hinten eingeworfen. Aber weil du jetzt da bist.